Hühnchen. Guten Tag, Speaker. Komm mal her, sag mal hallo. Komm mal hier. Komm mal hier, da. Und da. Unglaublich. Wir können jetzt aber nicht spielen hier. So, 150 Leute, hallöchen. Grüße aus Halle an der Saale, hallöchen zurück. Grüße aus Bayern. Hallo Rainer, hallo René, Grüße aus Pinneberg. Machen wir nebenbei noch ein bisschen Sport, also nicht wundern. Standbild? Haben wir ein Standbild? Nee. Jetzt haben wir gleich die 200 wieder voll und dann fangen wir an. 198. Und? 199. Jetzt wird es aber ganz schön langsam. 200. So, geschafft. So, heute Frage-Antwort-Runde mit René, Teil Nummer 3. Zwei Teile haben wir ja schon durch. Die Vögel hört man trotzdem. Ja, ich musste reingehen. Gerade eben haben wir einen Instagram-Stream gemacht und es war jetzt so laut vor der Tür gewesen. Leute, das wird ja immer schlimmer dort. Wahrscheinlich zur Mittagsstunde. Dürfen wir jetzt mal kurz Pause machen? Komm mal her. Komm mal her. Lass mal gucken. Guckt euch den an. Da. Uns gucken 222 Leute zu, Spike. Lass den Hund in Ruhe. So, also ihr seht, er ist auch putz und munter, auch mit 11 Jahren. Also alle Trotscher. So, was hältst du davon? Wollen wir erstmal kurz Pause machen, wie der mich anguckt? Du, von der Situation her, wollen wir Pause machen mit dem Seil? So, legen wir los, oder? Verbindung ist super. Ja, also, heute Fragerunde. Ich habe ja schon bei Instagram gesagt, ihr sollt mir ein paar Fragen schicken. Alles angekommen. Und mehrere Seiten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Fragen durch. Alle im flüchtigen Schnellformat. Und wenn detailliertere Fragen sind, dann gehen wir die danach durch. Aber ich würde erstmal sagen, dass ich erstmal alles durchgehe, schnell erkläre. Und wenn dennoch offene Fragen sind, die ja bestimmt sind, weil andere Fragen haben, dann fragt ihr die einfach. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? So, Pause, Spike. Wir machen Pause. So, mit was fangen wir an? Also manche Fragen sind ja auch so, ich gehe trotzdem auf jede Frage ein, ja? Die neue Seite ist super geworden, Dankeschön. Kommen wir auch drauf zurück. Können wir gleich die erste Frage, die ist aber unten irgendwo, dann kann ich die auch gleich durchstreichen, wenn wir schon bei der Homepage sind. Wer hat die Homepage gebaut? Also die Homepage von mir, René-Meinert.com, habe ich selber gebaut. Warum baue ich die selber? Weil ich ungern Arbeit an andere abgebe und ich es auch nicht mag, immer rumzubetteln und zu sagen, Mensch, kannst du noch da was machen und da das Bild hochkopieren und die Zeile nach links oder rechts? Denn mache ich das lieber selber, auch wenn es vielleicht nicht 100% professionell ist, aber dann bin ich lieber mein eigener Mann und kann mit der Homepage sozusagen machen, was ich will, Bilder ändern und bin nicht von Dritten abhängig. Darum ging es mir hauptsächlich. Ja, so viel dazu. So, dann können wir gleich mit dem Stift gleich die erste Frage durchstreichen. So, die nächste Frage. Tierheimspende wann? Also ich formuliere das dann auch ein bisschen. Es wird gefragt, wann es die Tierheimspende gibt. Also, ich habe ja gesagt, dass eigentlich diese Woche schon Tierheimspende kommt. Habe ich vergessen, euch zu sagen, habe ich um eine Woche verschoben und zwar auf Freitag. Am Freitag wird es eine Tierheimspende geben. Auch um 12 Uhr mittags werden wir das machen, weil dann habe ich nämlich Besuch aus Los Angeles von zwei Personen und die werden mir helfen. Wir werden zusammen einkaufen gehen und wir werden zusammen zum Tierheim fahren, damit einer die Kamera hält. Entweder halte ich die Kamera oder die andere Person hält die Kamera und dann könnt ihr live mit dabei sein. Also wir fahren zum Supermarkt, zu Sam's Club, kaufen das ganze tolle Zeug ein für Hunde, Katzen und so weiter.
und laden es ins Auto, fahren direkt nach Las Vegas Downtown, wo das Tierheim ist, und dort wird es dann die Spende geben. 1:1 nach draußen. So, die nächste Frage kam, ob ich mit dem Streamen aufhören werde, wenn die Touren wieder losgehen. Das ist eine gute Frage. Also, wir hoffen ja mal, dass nächstes Jahr alles besser wird mit Thema Einreise, Corona und das ganze Theater. Es wird sich reduzieren mit dem, muss ja, es geht ja nicht anders, weil ich die Zeit dann einfach nicht mehr habe. Es kann durchaus möglich sein, dass wir dann nur noch einmal die Woche einen Stream machen werden. Wir werden aber definitiv nicht mit dem Streamen aufhören. Also es wird weiterhin Streams aus Las Vegas geben und ich weiß noch nicht, wie wir das dann zeitlich alles hinkriegen. Gerade wenn es so 12 Uhr mittags bei mir ist, dann bin ich eigentlich immer zwischen zwei Touren. Ich habe mir ja eigentlich auch vorgenommen, weniger Touren selber zu fahren und mich auf die andere Firma zu konzentrieren und mehr zu Hause zu sein, auch wegen Spike. Das war ja früher anders. Vorher war ich ja verheiratet gewesen, da war immer jemand zu Hause gewesen. Jetzt ist es nicht der Fall. Und ja, deswegen gucken wir mal, wenn es soweit ist. Ich werde mich aber, wenn es um Touren geht, darauf konzentrieren, VIP-Touren und kürzere Touren zu machen. Das heißt also kürzere Touren in Anführungsstrichen, die Stadtrundfahrt zu machen. Und abends Hubschrauberrundflüge oder eine Casino-Tour etc. Die einzige längere Tour, die ich tatsächlich machen werde, ist die Area 51 Tour. Hast du Kinder? Nein, habe ich nicht. Ich hatte mal eine Stieftochter, eine ganz liebe, und das hat sich aber auch erledigt. Aber persönlich eigene Kinder habe ich nicht. Zumindest nicht, wovon ich wüsste. Ich muss auch keinen Unterhalt zahlen. So, Stream aufhören, wenn die Touren haben wir durchgestrichen. Welche Art von Business lohnt sich in Las Vegas oder in den USA hieß es? Welche Art von Business? Ja, das ist eine Frage, was derjenige kann, der gerne auswandern möchte. Also was auf alle Fälle in den USA läuft, ist Folgendes. Handwerkliche Dienstleistung oder da, wo German Quality gefragt ist. Das ist egal, ob es ein deutsches Restaurant ist oder ob du deutsche Handwerkerleistung anbietest. Die Amis wissen. Zumindest die meisten wissen das. Diejenigen, die aus Deutschland kommen und wenn die irgendwas anbieten, ich sage jetzt mal Fliesenleger, Maler und so weiter, dann haben die den Beruf gelernt. Und zwar 2,5 oder 3,5 Jahre. Donnerstag das Thema, machen wir Laberrunde mit Heiko. So, also wenn du wirbst mit German Quality, hast du eigentlich schon gewonnen. Allein, weil du das machst, was du gelernt hast, zumindest die meisten. Und zweitens die Zuverlässigkeit. Beides ist in Anführungsstrichen bei den Amerikanern nicht so gegeben. Du bist hier Tischler, wenn du eine Kreissäge hast, oder Maurer, wenn du eine Kelle schwingen kannst. Das heißt aber nicht, dass du das unbedingt gut kannst. Und deswegen sind Deutsche, was ich jetzt so kennengelernt habe, gut angesehen. Das merkst du auch schon, dass es viele Deutsche in Führungspositionen gibt. Sei es in irgendeinem Hotel, dass die da der Oberkoch sind oder der Manager etc., weil es halt einfach funktioniert. So viel dazu. Also, welches Business ihr jetzt machen wollt, ob ihr einen coolen Bootsverleih aufmachen wollt, ob ihr jetzt einen Laden mit Wiener Schnitzel aufmachen wollt, ob ihr völlig egal, das, was du kannst, da gibt es eigentlich nichts Pauschales. Ist ja gut. So, wann machen die Grenzen wieder auf? 32. März 2022. Durchstreichen. Kann ich nicht beantworten. Ich habe keine Murmel. Ich weiß es nicht. Und wie und wann hattest du die Idee auszuwandern und wieso gerade Las Vegas? Also ich lese einfach nur die Fragen vor. Ich sage nicht, wer die Fragen gestellt hat, aus Datenschutzgründen und so weiter. Wie und wann hattest du die Idee auszuwandern? Also auszuwandern hatte ich schon als Kind. Ich ignoriere jetzt einfach mal eure Fragen, okay? Die gehe ich danach alle durch, weil sonst komme ich durcheinander. Also, die Idee auszuwandern hatte ich als Kind, als ich 11, 12, 13 Jahre alt war. Jetzt einfach mal grob. Da war ich in Amerika gewesen. Ich war als Kind insgesamt 3 Mal in Amerika gewesen. Und er will kurz Aufmerksamkeit. So, sorry. Müssen wir kurz die Kamera drehen. So, möchtest du an dem Stream teilhaben? Wie bitte? Hallo? Wir spielen in einer Stunde. Guck mal, wieder hier über den Dings. So. Also, es war schon immer mein Kindheitstraum, in die USA zu ziehen. Das ist live, ne? In die USA zu ziehen und
Das ist aber so wie bei den meisten, die dann irgendwo sind im Urlaub und sagen dann, ey, cool, da will ich eigentlich mal hin und ziehen das Ding dann aber auch nicht durch. Was ist denn los? Ja, ist ja gut. Wir können ihm ja auch einen Knochen geben. Wartet mal ganz kurz, dann ist er beschäftigt. So kriegt man auch was vom Papa. So. Der Spike ist so goldig. Ist er ja auch. Auszuwandern. Also man hat ja irgendwie als Kind oder als Jugendlicher vielleicht mal den Traum, irgendwann auszuwandern. Aus welchem Grund auch immer, wenn man schönen Urlaub gehabt hat etc. Aber die wenigsten ziehen die Nummer ja durch. Auch verständlich. Irgendwann hat man dann Familie, dann hat man Frau, dann hat man Kind, dann hat man ein Haus, dann hat man einen geilen Job. Und es ist, wir haben schon mal ein Video gemacht zum Thema Auswandern. Ganz wichtig, es ist niemals der richtige Zeitpunkt auszuwandern. Weil es gibt so viele Umstände im Leben. Entweder habe ich einen coolen Job, den ich niemals aufgeben würde. Oder ich bin arbeitslos und in dem Moment sage ich mir, naja, jetzt habe ich kein Geld auszuwandern und drüben gibt es keine Sozialhilfe. Was soll ich denn da überhaupt machen? Das heißt, es muss selber bei dir im Kopf aus irgendeinem Grund, welcher Grund das auch immer ist, Klick machen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland. So, und dann muss man sich überlegen, wo geht's hin? Will ich nach Mallorca? Will ich nach Lanzarote? Will ich nach Kapstadt? Will ich in die USA? Und ganz wichtig, einen Plan haben. Erstmal muss man Geld haben und dann muss man definitiv auch einen Plan haben, weil sonst geht die Nummer ganz schnell nach hinten los. So einfach, ach, ich fliege nach Malle, mache eine Bar auf und biete jetzt die Cocktails zum halben Preis an und mache alle anderen kaputt. Also da bist du schneller zurück, als du denkst. Und genauso geht es auch mit den USA. Bei mir ist es Las Vegas deshalb geworden. Erstmal Las Vegas, ich war oft im Urlaub hier gewesen und auch geschäftlich und fand Las Vegas einfach die geilste Stadt ever und habe im Jahre 2010, das seht ihr ja bei mir auf der, ist ja eigentlich erklärt auf der Homepage, deswegen habe ich ja die Homepage gemacht, rene-meinert.com, da könnt ihr raufgehen, ist oben verlinkt auch und da steht drin, dass ich im 2010 angefangen habe, hier Häuser zu kaufen und irgendwann hatte ich dann so viele Häuser, dass ich sozusagen, jetzt haben wir das Geschmatze im Hintergrund, ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Und irgendwann war ich dann halt an dem Zeitpunkt angelangt, wo ich gesagt habe, ich kann von den Mieteinnahmen leben und bin dann nach Las Vegas ausgewandert. Es hätte auch Florida sein können, es hätte auch New York sein können oder Washington. Es ist halt Las Vegas geworden, weil ich hier meine Häuser gekauft habe und ich hier sozusagen dann meine eigenen Häuser verwalten konnte. So, soviel zum Thema Auswandern. Wie lange hast du das geplant, auszuwandern und wann kam der endgültige Entschluss? Fast dieselbe Frage von derselben Person. Der Entschluss, endgültig auszuwandern, kam gar nicht von mir, sondern kam von einem Kumpel von mir in Berlin, von André, mit dem wir haben zusammen in denselben Gebäude gearbeitet, mehr oder weniger. Und ich habe mich in Deutschland nicht mehr ganz so wohl gefühlt. Ich war selbstständig gewesen, habe einen Shop für Unterhaltungselektronik gehabt und es kamen immer mehr Komplikationen. Hauptsächlich mit den Behörden, ob es die GEMA war, ob es die GEZ war, ob es die Berufsgenossenschaft war, die Industrie- und Handelskammer, das Finanzamt hat ständig die Hand aufgehalten. Was haben wir denn noch? Die Krankenkasse und Widerrufsbelehrung, Gerichtsverfahren für Kunden, die dann Ware bestellt haben, dann zurückgesendet haben. Dann habe ich denen nicht den kompletten Kaufbetrag zurückerstattet, weil ich das nicht eingesehen habe, wenn ich einen gebrauchten Fernseher zurückbekomme und die behaupten, nein, ich habe den nicht gebraucht und du packst den aus und der ist voller Hundehaare und da ist noch ProSieben gespeichert und die sagen, nö, habe ich nicht benutzt und dann sollst du den vollen Preis zurückerstatten. Und so kam dann immer mehr zum anderen. Und ich bin schon morgens tatsächlich mit schlechter Laune zur Arbeit gegangen und hab eigentlich gesagt, das geht nicht, du musst eine Lösung finden. Das ist furchtbar. Das war meine persönliche Einstellung. Das heißt also, es gilt nicht für jeden. Wenn bei euch irgendjemand bei ist, der gerne Fleischermeister ist, Friseur oder was auch immer und euch macht der Job Spaß, völlig in Ordnung. Ich hatte die Schnauze voll und hatte zu dem Zeitpunkt aber schon ziemlich viele Häuser gekauft. Und André hat mir so den Denkstoß gegeben und hat gesagt, sag mal, René, kauf doch noch ein paar Häuser mehr in den USA und leb doch von den Mieteinnahmen.
was tust du dir das hier überhaupt noch an? Und das war so der Endstoß, wo ich dann gesagt habe, ja, ja, du hast recht. Machen, machen und nicht quatschen. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie lange davor, ich sage jetzt mal so 1,5 Jahre vorher, schon so überlegt und ja und bla 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 und mehr Häuser und öfters hier rüber geflogen und geguckt und so weiter. Ja, und dann ging es ziemlich schnell und dann bin ich im März 2010 ausgewandert. Vor 2010, 2013, sorry. 2010 habe ich angefangen, die Häuser zu kaufen, habe dann eine Firma hier in den USA gegründet und im März 2013 bin ich ausgewandert. Und um es gleich zu beantworten, die Frage wurde aber nicht gestellt, bereue ich es, ausgewandert zu sein? Nein, auf gar keinen Fall. Ich muss aber auch sagen, dass ich natürlich andere Voraussetzungen hatte, das heißt, genug Cash in the Tash, um die Nummer hier durchzuziehen. Ne? Das, also nicht hier mit 10.000 Euro in einen Container her und mal gucken, die Nummer also nicht. So, Neuigkeit seit der Präsidentenwahl in Nevada. Okay, also für die ganze USA eigentlich. Und ob es Hoffnung auf Einreise ab März gibt. So, also ich muss sagen, ich gucke überhaupt gar keine Nachrichten. Ich weiß, dass es in den USA Unruhen gibt. Ich kenne auch einen Korrespondenten in New York, der da ein bisschen was berichtet. Es ist jetzt aber, was ich jetzt so grob mitgekriegt habe, nicht das, was sie erwartet haben, dass es jetzt hier Plünderungen gibt und Geschäfte zerstört werden. Das habe ich nicht mitgekriegt. Zumindest sagt mir das keiner. Wie gesagt, ich gucke kein CNN, kein ABC, kein RTL, kein ARD. Und zwar auch ganz grob aus dem Grund, weil es mir scheißegal ist. Ich sage wirklich so, wie es ist. Erstens, es bringt mich nicht im Leben weiter, egal was passiert. Ob Merkel jetzt einen Shutdown macht, ob es jetzt am Mittwoch ein neues Gesetz gibt in Deutschland, was das und das erlaubt, ob es eine Ausgangssperre gibt oder sonst irgendwas. Für mich persönlich ändert sich nichts. Mein Business läuft weiter. Ich verdiene Geld. Hier scheint die Sonne. Ich habe meinen Pool. Ich gehe ins Casino. Ich kann mir was zu essen holen. Ich gehe einkaufen. Ich gehe essen. Und ganz ehrlich, alles andere ist mir völlig egal. Ich bin mit meinem Leben selber so beschäftigt, dass ich jetzt noch keine Zeit habe und wirklich auch überhaupt gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Und ich muss auch sagen, seitdem ich so lebe, dass ich keine Nachrichten gucke, also ich google mal ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt um 20 Uhr der Abendschau gucke und mich zulabern lasse, was alles in der Welt passiert, habe ich eigentlich ein ganz entspanntes, ruhiges Leben. Und ich sag mal, wenn irgendwas Großes passiert, wenn irgendwo eine Atombombe platzt oder sonst sowas, dann werde ich das schon höchstwahrscheinlich irgendwie mitbekommen. Aber für mich persönlich und auch ob jetzt ein Biden oder ein Trump oder eine Hillary oder ein Bush Präsident ist, für mich in meinem persönlichen Leben, haben wir ja schon mit Frank mal den Stream gemacht, ändert sich überhaupt nichts. Bei mir läuft alles so weiter. Daher, ich kann nur sagen, da so aussieht, dass ein demokratischer Kandidat Präsident wird und alle ja so auf den republikanischen Präsidenten Trump aus Person her verhasst waren, wie auch immer, kann ja jetzt alles nur noch besser werden. Und dann gucken wir einfach mal, Paolo, die Frage wurde vorhin schon beantwortet, den Stream kannst du dir später anschauen. Und zurückspulen und so weiter. So, was war ich? Achso, es kann ja jetzt alles nur besser werden. Jetzt gucken wir mal, ob jetzt wirklich in 1, 2, 3 Jahren denn alle Obdachlosen weg sind und ob denn jeder in Arbeit ist und ob es mit der Krankenversicherung besser wird und so weiter. So, haben wir das auch durch. Was ist für dich das beste Steakhouse in Vegas? Oh, da gibt es mehrere mittlerweile. Und zwar einmal Texas de Brasil. Da muss ich jetzt auch noch unbedingt hin, weil ich habe noch Gutscheine. Texas de Brasil ist sehr cool, ist nicht ganz günstig, kostet 52,99, wenn man den vollen Preis bezahlt. Ich habe einen Gutschein, 12 Essen zur Hälfte und dann zahlst du noch 26,99 plus Tipp, Tax und Getränke und so weiter. All you can eat. Und dann kommen die wirklich mit Fleischspießen zu deinem Tisch an und schneiden das Fleisch live ab und dann Hammer. Wirklich der Hammer. Wir machen da auch nochmal einen Stream von... Ist wirklich sehr, sehr lecker. Ansonsten gehe ich sehr gerne im Gold Coast Hotel Steak essen. Das ist auf der Flamingo Road neben dem Rio Hotel. Da gehe ich aber meistens hin, weil ich nichts bezahlen muss, weil das Casino mich einlädt. Dann haben wir ein gutes Steakhouse unten im South Point Hotel. Das nennt sich Silverado. Sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Und wer günstig
günstig und gut essen will, geht in den USA zu Outback Steakhouse. So, was ist der beste Steakhouse? So, dann kam, kenne man dich für Touren mieten? Ob man mich für Touren mieten kann? Ja, kann man machen. Dafür gibt es auch meine Homepage. Oben verlinkt, geht darauf, scrollt ganz runter und dann steht da in Las Vegas Touren und dort könnt ihr raufgehen und könnt euch die ganzen Touren für Las Vegas angucken. Ihr braucht aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht anfragen, weil ich nehme keine Tourbuchung an, weil ich nicht weiß, wann die Grenzen aufmachen. Wie viel Steuern muss man zahlen, wenn man arbeitet? Okay, wie viel Steuern muss man zahlen? Also ich kann euch sagen, dass Las Vegas oder der Bundesstaat Nevada als Steuerparadies in den USA gilt. Hallöchen, Karin. Als Steuerparadies gilt. Schon allein aus dem Grund, dass es hier keine Einkommensteuer gibt. Wir brauchen das Thema gar nicht ausweiten. Guckt einfach in Deutschland auf eure Lohnabrechnung. Was habt ihr brutto, was habt ihr netto? Und jetzt denkt ihr einfach weg, der Bundesstaat Nevada hat keine Einkommensteuer. Genauso wie der Bundesstaat Texas und Florida und ich glaube noch 4 oder 5 weitere. Insgesamt sind 7 oder 9 Bundesstaaten in den USA, die keine Einkommensteuer haben. Und dementsprechend, sagen wir mal so, ist die Steuerbelastung in Las Vegas sehr, sehr gering. Um es mal so festzuhalten. Ich kann natürlich keine steuerliche Beratung machen, weil ich bin kein Steuerberater. So. Gibt es noch Freigetränke in allen Casinos oder nur, wenn man die Lampe am Slot leuchtet? Nein, es gibt immer noch Freigetränke. Du kannst dich ganz normal hinsetzen, kannst an der Slotmaschine spielen oder am Tisch spielen. Da kommt dann die Saftschlepperin vorbei und ruft dann immer Drinks, Drinks. Und dann hebst du deinen Arm und sagst, ich hätte gerne Jack Daniels oder eine Cola oder Fruit Mix oder ein Wasser oder einen Kaffee oder Hot Chocolate with Cream oder was auch immer. Und dann kommt die nach ein paar Minuten zurück. Und dann gibt sie dir das Getränk und dann gibst du ihr Trinkgeld. Ich gebe meistens $1 oder wenn ich etwas höherwertige bestelle, ich sage jetzt mal ein Red Bull oder 2 Getränke, dann kriegt sie auch $2. Und das lohnt sich natürlich immer noch fürs Casino, weil die wissen ganz genau, du sitzt an der Slotmaschine, die braucht 5 bis 10 Minuten, bis sie dir das Getränk gegeben hat. In der Zeit hast du 20, 30, 50 oder $100 verspielt und somit hatte ich das Getränk letztendlich, war es nicht gratis, sondern du hast dafür 20 oder 50 oder $100 halt bezahlt. Die Freigetränke gibt es immer noch. So, lieber René, fühlt man sich als Auswanderer trotz des Entertainments in Las Vegas manchmal einsam? Einsam habe ich mich gefühlt nach der Trennung von meiner Ex-Frau. Das gebe ich zu, das war eine ganz beschissene Zeit. Aber ansonsten fühle ich mich nicht einsam. Ich habe, würde ich sagen, eine Handvoll wirklich tolle Freunde in Las Vegas, mit denen ich mich auch regelmäßig treffe. Und dazu gehört auch die Karin, die jetzt gerade eben hier reingeschrieben hat, gehört auch mit dazu. Und ihr Mann Karl. Und wir treffen uns regelmäßig zum Essen. Und ich fühle mich nicht einsam. Ich bin auch so mittlerweile, dass ich sage, ich genieße einfach mein Leben. Auch wenn ich mit Spike jetzt momentan alleine wohne, keine Lust, Luft mehr zu bekommen. Ja, wir müssen ja sehen, ich habe wirklich extrem viele Fragen von euch bekommen. Und wir wollen ja nicht so, dass der Stream sich extrem in die Länge zieht. Deswegen versuche ich alles so schnell wie möglich zu beantworten. Und danach gehen wir dann eure Fragen durch, wenn ihr detailliert habt. Das heißt, schreibt euch das selber auf und sagt, René, das Thema möchte ich noch mal ein bisschen tiefer haben. Erzähl noch mal ein bisschen mehr davon und das können wir dann gleich machen. Also ich fühle mich momentan so, wie es ist, sehr, sehr wohl. Das Tolle ist, falls ich mal in die Situation kommen sollte und sage, Mann, jetzt ist es aber wirklich hier ruhig und jetzt muss ich mal ein bisschen was erleben, dann schnappe ich mir Spike und fahre nach Loveland für ein Wochenende oder ich fahre mal nach L.A., besuche irgendwelche Leute, so wie ich die Streams aus L.A. gemacht habe. Es war so eine tolle Zeit gewesen in L.A. Das war wie Urlaub. Das war richtig toll gewesen. Und sowas wird es dann in Zukunft auch geben, sei es mit New York oder sei es mit San Francisco. Das werde ich aber definitiv nicht alleine machen. Das werde ich erst machen, wenn eine neue Partnerin im Leben mit reingekommen ist. Weil man will das ja eigentlich auch teilen. Also nicht nur im Stream teilen, sondern man bestellt es anders, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten, um darauf zurückzukommen, wenn ich was machen will, ich setze mich ins Auto und bin in einer Viertelstunde in der größten Entertainment-Gebiet der Welt. Überleg mal, jetzt haben die Shows wieder angefangen. Ich könnte heute Abend zu Copperfield gehen. Ich könnte, keine Ahnung, mir die Bee Gees anschauen.
Völlig egal, wir haben die Shows, ich kann in jedes Restaurant gehen, ich kann mir heute Abend die Bellagio-Wasserspiele angucken, ich kann durch den Blumengarten laufen, ich kann mir den Vulkanausbruch angucken, ich kann mich ins Venedig-Hotel hinsetzen und was essen, was trinken, mich mit Freunden treffen. Gestern war ich im New York-Hotel, übrigens habe ich $340 verspielt, sehr ärgerlich, weil ich mal wieder Slot-Maschinen gespielt habe, was ich ja sonst nicht mache. Und Nathalie, Hallöchen Nathalie, zum Beispiel, die kommen dann auch nach Las Vegas, dann treffen wir uns mit Nathalie und mit Thomas und den beiden Mädels. Alles, also momentan ist alles nicht very positiv, aber sehr positiv. Sehr, ja, kann man sagen, ist schon positiv. So, was hältst du von einer professionellen Hundepension in Las Vegas? Hat das Zukunft? Mega geil. Mega tolle Idee. Da kann ich auch den Namen sagen. Hallo Nina, sehr sympathisch. Auch schon meine Idee gewesen, wenn ich mal irgendwie beim Lotto sehr viel Geld gewinnen sollte. 10 Millionen, 100 Millionen oder sonst irgendwas. Es steht das auf alle Fälle bei mir auf der Liste, sowas wie so ein Hundehotel aufzumachen. Gerade für Leute, die nach Las Vegas fliegen oder von L.A. hierher kommen und mit dem Hund und wollen mal einen Ausflug ins Death Valley machen oder ins Valley of Fire und wollen den Hund einen Tag abgeben. So richtig, eine richtig tolle Hundepension. Ich habe Spike schon mal in Hundepension abgegeben in Florida. Und da gab es dann drei Möglichkeiten. Ich sage jetzt einfach mal, für $25 hätte er in so einem kleinen Zwinger sein können, für $50 in größeren Zwinger und für $100 hat er ein eigenes Zimmer gehabt mit einem Fernseher und einer kleinen Couch drin. So, was hat der René natürlich gebucht? Das Zimmer mit der Couch und mit dem Fernseher. Bei mir würde es, wenn ich sowas habe, auch gar keinen Zwinger geben. Das ist, bei mir würde es alles toll aussehen. Es kostet natürlich dann richtig Geld, aber die Idee mit Hundepension, mega geil. Finde ich super toll. Wie es aber da mit Genehmigungen aussieht und ob das hier in Las Vegas erlaubt ist oder nur in gewissen Stadtteilen, müsste man nochmal drauf, müsste man genau erklären. So, wie viel Geld hast du in Las Vegas bereits verspielt? Da brauchen wir mal einen Schluck Wasser hier. Der war gut. Viel. Wirklich viel Geld. Jetzt ist die Frage, was ist viel? Also ich sag mal locker im 10.000er-Bereich. Aber wie viel es jetzt sind, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich kann nur Folgendes sagen, die Stadt ist der Gewinner, das Casino ist der Gewinner, ansonsten würde es diese Stadt nicht geben, definitiv. Wie viel Geld hast du? Immopreise kommen wir später. René Richter, wenn ich die Fragen durch bin, frag mich das bitte nochmal und dann gehen wir das an mit den Immobilienpreisen. Ich kann euch zumindest Folgendes sagen, wenn du Slotmaschinen spielst, so wie ich gestern, ist das Geld weg. Lass es sein, es macht Spaß, aber es ist weg. Das, was ich jetzt in letzter Zeit mache, ist Blackjack und Roulette spielen und das funktioniert. Und ich kann euch sagen, dass ich, seitdem ich diese Strategie durchgehe, definitiv dieses Jahr im Plus bin. Also das funktioniert. Bist du Single? Ja, ich bin Single. Nächste Frage durch. Auf welcher Single-Börsen, bist du angemeldet? Auf gar keiner Single-Börse bin ich angemeldet, weil ich erstens darauf keinen Bock habe und zweitens auch dafür keine Zeit habe, mich da mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen und bla 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 bla. Wenn eine um die Ecke kommt und es ergibt sich was, dann ist es in Ordnung und wenn nicht, dann nicht. Würdest du nochmal heiraten? Ja, würde ich definitiv machen, wenn ich mir sicher bin, dass es diesmal die richtige ist, würde ich das auf alle Fälle machen. In der Hoffnung, dass ich nicht so ende wie Hugo Egon Balder, der gefühlte 7-mal verheiratet war, das ist dann auch nicht so Sinn der Sache. Weil eigentlich bin ich der Meinung, heiratet man deshalb, weil man die Person liebt, weil man davon überzeugt ist, dass es die richtige ist. Gut, dass man mal ins Klo greifen kann, das ist, passiert halt einfach so. So, würdest du mir umsonst beim Auswandern helfen? Ja, also ich helfe jedem. Was heißt jedem? Fast jedem, wenn es nicht ganz abstrakt ist, zum Auswandern. Und denjenigen, mit denen ich mich bereits hingesetzt habe, die wissen auch, dass ich das gratis mache. Das heißt, ich nehme da kein Beratungsgeld oder setze mich mit denen eine Stunde hin und sage, ich will jetzt hier $500 oder $250 haben. Diejenigen können mir ihren Businessplan oder was auch immer gerne erzählen und oder was sie vorhaben. Und ich gebe denen meine persönliche Einschätzung. Komplett gratis
ohne Hintergedanken oder sonst was und sage denen, Mann, das ist eine geile Idee, cool, Respekt, ich wünsche dir viel Glück, ich gebe dir noch den und den Tipp, mach das so oder so. Und genauso bin ich aber auch, dass ich dann persönlich sage, lass es lieber, das ist verschenktes Geld. Ich weiß, es gibt andere Personen, die das anders machen, die nehmen dafür Geld, die erzählen dir dann noch irgendwas und sagen, ja, gib mir 10.000 Dollar, 40.000 Dollar und ich mache das und das für dich, mache ich nicht. Wenn es natürlich dann später kommt mit, also wenn es ums Steuern geht oder um richtige Auswanderungsberatung, dann kann ich euch natürlich gerne Anwälte nennen oder auch einen Steuerberater, die müsst ihr dann bezahlen. Aber ihr müsst mich nicht bezahlen für eine Auswanderungsberatung. Das gibt's for free. Das heißt aber nicht, dass ich mich mit jedem Schlumpf hinsetze, der jetzt einfach mal schreibt und sagt, hallo René, können wir uns mal treffen? Ich check dann natürlich schon ab, worum geht's. Weil wenn ich mich jetzt mit jedem treffe, der die Idee hat, auszuwandern und ich sitze dann mit dem im Outback Steakhouse und der sagt, ach Mensch, René, ich wollte dich eigentlich nur mal treffen, ist ganz schön. Was hältst du dann denn davon, wenn ich mich hier am Las Vegas Boulevard hinstelle und Fliegenklatschen verkaufe? Das brauche ich denn nicht. Das ist denn, da ist mir denn meine Zeit auch zu schade. Also ich wäge denn schon vorher ein bisschen ab, ob die ganze Nummer ein bisschen Sinn hat oder nicht. So, was hältst du von Florida? Florida, cooler Bundesstaat in den USA. Das wäre auch die zweite Option gewesen, wo ich hinziehen würde. Schön grün, eigentlich immer gutes Wetter, außer du hast tagsüber zu gewissen Uhrzeiten immer Regen. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in Florida. Aber ansonsten finde ich Florida cool. Vor allen Dingen schon mit dem Strand und ja, sehr toll. Hast du viel Geld? So, die Frage kommt ja öfters. René, bist du Millionär? Wie hast du es geschafft? Und so weiter. Hast du viel Geld? Jetzt ist natürlich die Option, was ist viel Geld? Wenn ich jetzt natürlich sage, Bill Gates hat viel Geld, dann bin ich eine arme Sau. Wenn ich mich jetzt mit einem, in Anführungsstrichen, Hartz-IV-Empfänger vergleiche, ja, dann habe ich viel Geld. Lassen wir mal die Frage so hingestellt und sagen einfach, finanziell geht es mir ganz gut und mir wird es auch weiterhin finanziell ganz gut gehen, weil ich gut vorgesorgt habe. Ich habe insgesamt 3 Firmen in Las Vegas, wovon 2 Firmen momentan laufen. Eine Firma läuft nicht, aufgrund, weil die Grenzen zu sind. Das heißt also, ich kann keine Touren fahren und aber ansonsten sind alle 3 Firmen gesunde Firmen, die Einnahmen erzielen und ich davon ganz gut leben kann. Warum bist du ausgewandert? Die Frage brauchen wir nicht mehr beantworten, die haben wir schon. Wann erscheint dein Buch? Mein Buch sollte ja eigentlich schon dieses Jahr erscheinen. Da war ja geplant, dass eine Ghostwriterin herkommen soll. Kann nicht aufgrund von Covid-Maßnahmen, das wird dann auf nächstes Jahr verschoben. Sofern da wieder die Grenzen auf sind und so weiter, dann wird es nächstes Jahr dieses Buch geben. Würdest du auch Werbung wie andere Influencer machen? Also ich bin kein Influencer, also zumindest zähle ich mich nicht zu einem Influencer. Erstens habe ich dazu viel zu wenig Follower. Zweitens, das könnt ihr mich drauf festnageln. Es wird niemals bei mir irgendwelche Werbung für irgendwelche China-Piss-Kopfhörer geben oder irgendwelche Hello-Buddy-Creme, die ich mir ins Gesicht schmiere, geschweige denn diese Abzockerfirma Smile Secret, die Sachen hier für 120 Euro verkaufen mit dem Rabattcode Swipe Up 70 und keine Ahnung was, und dann kriegst du es für 70, 60, 50 Dollar. Da gibt es ein schönes Video auf YouTube, da haben sie die Firma rausbekommen, die das in China herstellt. Müssen wir mal einfach eingeben, Smile Secret Lüge oder Abzocke oder China-Dreck, wie auch immer. Oliver Pocher hat das auch schon gebracht. Sehr interessant, genau das gleiche Paket, genau die gleiche Anleitung, genau das gleiche Zahnteil, genau die gleiche, du musst ja denn hier deine Zähne so ranhalten, alles genau dasselbe für 11 Dollar oder 11 Euro aus China. So, also wird es definitiv bei mir nicht geben. Wenn ich was verkaufe oder irgendwas anpreise, dann ist das auch so, dass ich dahinter stehe. Wie zum Beispiel, wenn ihr bei mir auf die Homepage geht, Fanshop mit den Artikeln, auch wenn ich finanziell davon nichts habe, es ging alles ans Tierheim, haben wir auch einen Stream von gemacht, oder zum Beispiel mit den Hoteldüften, was ich drauf habe,
Das ist das, wo ich hinterstehe, wo ich sage, ja, das ist eine coole Idee. Wenn jemand den Bellagio-Duft bei sich zu Hause haben will oder Mirage oder Mandalay Bay, dann ist das toll, dann kann ich das damit unterstützen. Da könnt ihr raufgehen, da gibt es auch einen Rabattcode. Das ist aber nicht nur ein Rabattcode von mir, den könnt ihr, der ist halt einfach da, der Rabattcode. Aber da ist der Link und da könnt ihr dann raufklicken und bestellen. Was ich mir mal vorstellen könnte später, wenn das Ganze mal ein bisschen größer wird, dass wenn irgendwelche Reiseunternehmen mal auf mich zukommen, dass die einfach sagen, ich sage jetzt mal Condor oder German Wings oder FTI oder Fairflight oder Meyers Weltreisen. Und die sagen, Mann René, erwähne doch mal unsere Firma. Wir haben gerade ein Special-Angebot, keine Ahnung, eine Woche Las Vegas mit Flug und Hotel für 799, 599, was auch immer. Und jetzt sagen Rabattcode und dann kriegen die Leute Rabatt oder ist eine Tour mit drin oder sonst sowas. Sowas könnte ich mir dementsprechend vorstellen, wo ich dann auch dahinter stehe, wo ich dann sage, ja, das ist eine coole Idee. Das könnte ich machen, aber so diesen ganzen Dreck mit irgendwelchen Cremes und weiß ich was, Teebeuteln, nee, ist nicht so meine Welt. So nötig habe ich es nicht. Auch wenn die Leute damit Geld verdienen, die Influencer, sollen sie machen. Ich hätte bloß ein, für mich persönlich ein Scheißgefühl, andere Leute zu bescheißen. Und was anderes ist das nicht. Stimmt es, dass man keine Steuern in den USA zahlt? Hatten wir auch schon. Schon doppelt. Nimmst du Vorschläge für Streaming-Themen an, wie zum Beispiel mal ins Ghetto fahren? Also, ich nehme gerne Streaming-Vorschläge an. Schreib die jetzt aber bitte noch nicht alle hier rein. Ihr könnt mich später anschreiben, weil ich kann jetzt nicht alles mitschreiben. Ja, nehme ich auf alle Fälle an. Ins Ghetto werden wir nicht fahren. Also, das kann ich gleich sagen, wenn so ein Thema kommt. Fahr mal ins Ghetto, geh mal runter zu den Tunnelmenschen. Ah, ist nicht so mein Ding. Also, mich dann noch zu ergötzen oder euch zu zeigen, dass es arme Leute gibt. Ich glaube, wir kennen die Bilder aus den USA, wie manche Leute leben und da jetzt noch hingehen und dort zu streamen. Und denen zu zeigen, wie sie dort, ihr Zelt aufbauen oder, ist auch ein Sicherheitsfaktor, ne? Wenn ich jetzt natürlich da hinfahre und laufe dann mit dem Gimbal rum und mit dem iPhone 12 Pro und bin dann da beim Obdachlosen und so nach dem Motto, was machst denn du hier? Nee, ist nicht so mein Ding. Warst du schon mal pleite? Police Department steht auf der Liste, ja. Warst du schon mal pleite? Ja, ich war schon mal pleite. Und zwar ist das auch gar nicht so lange her. Ich war pleite gewesen, richtig pleite gewesen, 2003 oder 2004, sowas in dem Dreh. Ich möchte mich nicht festlegen. Ich muss alte Unterlagen raussuchen. Und hallo Zara Milan. Ich habe meine Lehre fertig gemacht im Jahre 2000. Hast du einen Waffenschein? Können wir auch beantworten? Ja, habe ich. Ich habe im Jahre 2000 ganz gut Geld verdient für ein paar Monate, auch im fünfstelligen Bereich. Habe das Geld beiseite gepackt und habe davon ein paar Jahre lang gelebt, mir eine Las Vegas-Reise bezahlt und danach war das Geld ziemlich alle gewesen und ich war dann in der Situation, wo ich gesagt habe, scheiße, das muss irgendwie anders werden. Ich muss irgendwas erfinden am besten, wo du viel Geld machen kannst. Gut, es war dann keine Erfindung, es war eine gute Idee. Und die Idee hat mich dann innerhalb von 8 Jahren, 8 Jahre? Ja, 8 Jahre hat es eigentlich gebraucht, wo ich es dann losgelegt habe, bis Ende 2012, wo ich dann gesagt habe, jetzt habe ich es geschafft. Also ich habe mir innerhalb von 8 Jahren mein Ziel aufgebaut, was ich unbedingt haben wollte. Ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, weil das kommt ins Buch rein. Das wird ja detailliert aufgeschrieben. Da sind schon Stichpunkte gemacht. Die Liste ist auf dem PC gespeichert. Aber um das zu beantworten, ja, ich war schon mal pleite. Ja, ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Ja, ich weiß, wie es ist, sich von anderen auch Geld zu borgen und was das für eine Scheißsituation ist. Und das war im Nachhinein gesehen auch ganz gut, dass das so war. Also wenn man selber in der Situation ist, dann ist das natürlich scheiße. Kein Ding, aber man muss selber sagen, es ist gut, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geld habe, weiß ich, wie man, denke ich mal, vernünftig mit Geld umgehen kann, weil ich halt diese Situation mal gemacht habe. Und das, was ich erreicht habe, habe ich halt selber erreicht. Nicht, weil man mir was geschenkt hat. Ich habe auch nichts gewonnen. Ich habe auch keinen finanziell abgezogen, betrogen oder gesagt, gib mir 40.000 und ich mache das und das und hau mit der Kohle ab. Oder das gab es alles nicht. Schreibst du das Buch dann komplett selber oder hast du Hilfe dabei? Habe ich gerade eben schon gesagt, eine Ghostwriterin kommt hierher und die schreibt das für mich.
So, wo ist denn das hier? So, warst du schon mal pleite? Okay. Welche Show gehst du, wenn die ersten Shows eröffnen? Also die ersten Shows, das Buch hat einen sehr, sehr geilen Titel. Kann ich aber nicht sagen, weil der Titel ist noch nicht gesichert. Den muss ich mir jetzt sichern lassen. Ich kann es noch nicht verraten. Ich würde jetzt aber, ohne dass ich eingebildet rede, würde ich trotzdem sagen, dass das ein richtig geiles Buch werden wird für Leute, die Motivation brauchen, was zu machen. Mehr sage ich nicht. So, welche Shows gehst du, wenn die Shows wieder losgehen? Also, die Shows gehen schon los. Copperfield ist schon da. Die Bee Gees, ich glaube, Criss Angel macht schon seine Show. Dann haben wir Carrot Top im Luxor Hotel. Die ersten Shows im Caesars Palace gehen los. Ich bin jetzt nicht so der große Showtyp. Ich kenne auch schon ziemlich viele Shows. Copperfield kenne ich, Bee Gees, Carrot Top und so weiter. Momentan besteht kein Interesse, mir die Shows großartig anzuschauen. Sollte ich nach Vegas ziehen, wenn ich ein Spielproblem habe? So, dann haben wir erstmal die Liste durch. Spielproblem, also nach Las Vegas ziehen, um Spielproblem zu haben? Nee, da ist jetzt Las Vegas nicht so günstig. Das ist genauso, wenn mich ein Alkoholiker fragt, soll ich anfangen, in eine Brauerei zu arbeiten? Da könnte man jetzt sagen, nee, auf gar keinen Fall. Oder man kann natürlich auch sagen, ja, auf alle Fälle, weil da wird dir geholfen. Also, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ich ein Spielproblem habe, auf gar keinen Fall nach Las Vegas ziehen. Mehr gibt es da nicht zu sagen. So, hast du was mitbekommen von der Hyperloop-Bahn? Ja, habe ich mitbekommen. Ich weiß auch, wo die steht. Die steht im Nordosten von Las Vegas auf dem Weg zur Area 51. Und ich habe es in den Nachrichten gesehen, dass es da die erste bemannte Fahrt gab. Und sollte die Technologie tatsächlich auf den Markt kommen, wäre das natürlich richtig geil. Welches Gimbal benutzt du? Jetzt muss ich aufstehen. Dann müssen wir aber machen, dann sage ich euch das gleich. Dann haben wir die Frage auch weg. Wartet kurz. So, den Gimbal, den ich benutze, um mit euch die tollen Streams zu machen, so sieht der Apparat aus. Da haben wir dann ganz sanfte Bilder. Und dieses Gerät ist von der Firma Zhiyu, also zum Mitschreiben, Zhiyun. Gibt es bei Amazon zu kaufen, kostet $109. Jetzt ist wahrscheinlich spiegelverkehrt. Ihr könnt es eh nicht richtig lesen. Doch, so, müsst ihr euch das Bild denn drehen. Und das ist der Dreier, glaube ich. Wo steht es denn? Irgendwo stand es drauf, dass es der Dreier ist. Schön, dass es jetzt noch so ist hier. Hab mich vorbereitet. Guck mal bei Amazon, das ist... ist das peinlich, ey. Es steht noch nicht mal drauf oder ich finde es nicht. Nee, Smooth 4. So. S-M-O-O-T-H, Smooth Nummer 4. Ist es möglich, ein Cap mit Unterschrift zu bekommen? Selbstverständlich. Du kannst bei mir auf die Seite gehen, die ist oben verlinkt, rene-meinert.com. Dort scrollst du ganz nach unten und dort gibt es eine Rubrik Fanshop. Und da kannst du drauf gehen. Übrigens, wenn ihr drei Artikel bestellt, ein T-Shirt, ein Cappy und noch irgendwas, eine Maske, ist es versandkostenfrei. So, dann haben wir das mit dem Gimbal beantwortet. Blockst du auch mal Leute? Ja, ich blocke auch mal Leute, die mir auf den Sack gehen. Aber es muss schon eine Menge passieren, dass ich Leute blocke auf Instagram oder Facebook. Meine Blockliste ist auch deutlich geringer wie meine Freundschaftsliste oder Leute, die mich abonnieren. Es gibt gewisse andere Personen hier, ich will mal keinen Namen nennen. Ist auch scheißegal wer, aber ihr wisst, die meisten wissen, wen ich meine. Da ist die Blockliste schon höher wie die Freundschaftsliste, weil, naja, aus gewissen Gründen. Also nein, es muss schon wirklich, derjenige muss mir richtig auf den Sack gehen, dass ich den blocke. So, wo gibt es die besten Schnitzel in Las Vegas? Hofbräuhaus, würde ich sagen. Aber Hofbräuhaus hat momentan zu. Können wir wieder nach Café Berlin? Café Berlin, derjenige, der mir das geschrieben hat, ich weiß nicht, ob du in Las Vegas wohnst, also
Ich habe heute noch nichts vor mit Essen. Wir können uns heute treffen im Café Berlin. Ansonsten, ich bin so alle 14 Tage, 3 Wochen mal da und ich esse dann auch immer Schnitzel, Jägerschnitzel ohne Pilze. So, wir kommen zu den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen. Letzten 8 Fragen. Lohnt sich ein Kurztrip nach Las Vegas, ca. 5 Tage Flüge von FFM? Frankfurt am Main meinst du wahrscheinlich. Ja, auf alle Fälle. Ich bin damals selber nur fürs Wochenende hergeflogen. Also ganz klare Antwort, ja. Splittest du 8-8 gegen 10 beim Blackjack? Also du meinst, wenn ich 2 Achten habe beim Blackjack, wenn der Dealer eine 10 hat? Nein, mache ich nicht. Ich ziehe dann noch eine Karte. Würde ich einen Job bekommen 2021 als Amerikanerin, versteht sich. Also was 2021 sein wird, gucken wir. Wenn es ums Thema Touren geht, ich habe 3 Angestellte. Ich glaube, die 3 Angestellten sind für 2021 ganz gut belegt, sofern alle wieder bei mir anfangen sollten. Weil ich gehe mal davon aus, dass nicht ganz so viele Touristen mehr zu Anfang herkommen werden, wie es vorher der Fall war. Weil ihr habt jetzt natürlich in Europa das Problem, ihr könnt ja gar nicht richtig planen. Genauso wie wir auch nicht planen können, weil wir gar nicht wissen, wann dürften wir denn wieder in die USA. Das heißt, diejenigen, die jetzt im Winter überlegen, ey, machen wir nächstes Jahr einen geilen Sommerurlaub, 2 Wochen Florida oder 3 Wochen Las Vegas, du kannst ja nichts buchen, nichts planen. Also ich weiß nicht, ob ihr buchen könnt, aber es ist ja Schwachsinn, sofern wir nicht wissen, wann die Grenzen auf sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich nicht ganz so viele Touren fahren werde oder nicht mehr so viel zu tun haben werde, wie es zu Anfang ist. Das wird eine Weile dauern, bis sich das regenerieren wird. Was wird sich unter der Regierung von Biden in Amerika ändern? Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, weil ich gucke keine Nachrichten. Ich habe nur gehört, es soll alles besser werden. Und dann drücken wir mal ganz doll die Daumen, dass das der Fall sein wird. Wann machen die Grenzen wieder auf? Brauchen wir auch nicht zu beantworten. Die Glasmurmel habe ich nicht. Und wie und wann hattest du die Idee auszuwandern? Wieso gerade Las Vegas? Das hatten wir doch hier schon. Ach, das ist, sorry, dann sind wir die Fragen schon durch. Das hat er, von da hat er mit ein bisschen was da übernommen. So, dann sind wir schon alle Fragen durch. Das ging ja ratzfatz. Ging das ratzfatz? Wie spät haben wir denn? Weiß es gar nicht. So, dann gehen wir jetzt darauf ein, die Fragen, die ihr hier reinstellt. So, haben wir auch wirklich alles durch? Haben wir alles durch? Gut, es kamen natürlich viele doppelte Fragen, deswegen bin ich jetzt nicht jede Frage doppelt, ist ja klar. Gibt es bald deinen Shop auch T-Shirts für Frauen? Ja, ihr könnt die Dani anschreiben und die druckt die alle. Also bitte, wenn ihr meine Sprüche das hier auf dem T-Shirt haben wollt, auf dem Pulli oder sonst sowas, schreibt die Dani direkt in dem Shop an. Sie sitzt in Österreich und die kann das alles für euch organisieren. So, können die Cocktails-Damen das Trinkgeld in der Regel behalten? Meine Information ist ja. Gibt es einen Ort in oder um Las Vegas, der sehenswert ist und wo du noch nie warst? Nee, also wenn es sehenswert war, dann war ich da schon. Wo ich noch nicht war, sind diese bunten Felsen. Das interessiert mich aber auch so gar nicht. Was für ein Betting-System hast du beim Blackjack? Ja, da müssen wir nochmal einen extra Stream machen. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Zumindest sage ich, es funktioniert in den meisten Fällen. Mach eine Tour zur Gold- und Silbermine. Ja, aber die können wir nicht live machen, weil wir keinen Empfang haben. Warum gibt es in den USA keine Türgriffe, sondern nur Knäufe? Voll unpraktisch bei beiden Händen voll. Das stimmt, Astrid. Das stimmt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Waffenschein. Was willst du wissen, Monika, mit dem Waffenschein? Ich habe einen Waffenschein, ja. Hast du einen Stream vom Mob-Museum auf dem Schirm? Nein, habe ich nicht. Muss ich abklären? Ich kenne sogar eine, die dort arbeitet. Ich schreibe es mir mal auf, ob das erlaubt ist. Und dann kann ich mit euch durchs Mob-Museum laufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht erlaubt ist, weil die natürlich Leute haben wollen, die dort Eintritt bezahlen und sich das angucken wollen. Weil wenn wir den Stream veröffentlichen und der ist auf YouTube und ich mache den professionell, dann brauchen wir da schon 2 Stunden durch und die Leute sagen sich, na schön, habe ich jetzt $20 Eintritt gespart, was soll ich denn da persönlich hingehen? René, gehst du auch regelmäßig in ein Büro oder arbeitest du nur im Homeoffice? Nein, ich habe ein Homeoffice.
Tragt ihr noch Masken? Wir müssen nur Masken tragen, wenn wir ins Restaurant reingehen oder ins Casino oder in allgemeinen Geschäfte. Ansonsten, wenn du auf der Straße bist oder spazieren gehst oder im Auto, es gibt keine allgemeine Maskenpflicht. In welchem Hotel würdest du eher übernachten? MGM oder Planet Hollywood? Planet Hollywood ist zentraler. Nee, MGM. MGM, weil MGM einen sehr geilen Pool hat. Haben wir einen Stream gemacht. Gibt es eigentlich einen Stammtisch für Deutsche? Es gibt sowas wie einen deutschen Club in Las Vegas. Der ist oben im Nordosten an der Lake Mead Boulevard auf der Ostseite. Das Problem ist, wenn ich dorthin gehe mit meinen 42 Jahren, dann hau ich das Durchschnittsalter auf 81 runter. Lassen wir es mal so stehen. Es ist nicht unbedingt empfehlenswert. So, 12.50 Uhr bei mir, minus 9 Stunden. Hi René, kannst du Lake Havasu City, warst schon mal da? Nein, war ich noch nicht gewesen. Sind die Immobilienpreise gesunken? Nein, die Immobilienpreise sind gestiegen. Und zwar aus folgendem Grund. Eigentlich ist ja gar keine Krise da so richtig. Zumindest scheint es so zu sein. Guck mal. Eigentlich ist es ja völlig, völlig verrückt, was momentan passiert. Die Börsen gehen nach oben, obwohl die Wirtschaft runtergefahren wird. Da, also das völlige Gegenteil. Und bei den Immobilien ist eigentlich genau das Gleiche. Wir haben jetzt hier die Problematik, wir haben folgende Problematik. Sehr viele Leute aus Kalifornien ziehen momentan nach Las Vegas, weil in Kalifornien das Leben so teuer geworden ist, sei es die Grundstückssteuer, die Versicherung, die du da zu zahlen hast, wenn du essen gehst, es ist alles die Immobilienpreise. Also ich sage jetzt einfach mal, für eine gute Zwei-Zimmer-Wohnung in L.A. bekommst du hier ein komplettes Haus mit Pool und ein großes Grundstück. So, und dementsprechend sagen jetzt immer mehr Leute, L.A. kann ich mir nicht mehr leisten oder San Francisco. Ich ziehe jetzt nach Las Vegas. Ich zahle da übrigens auch keine Einkommensteuer. Das heißt, ich habe deutlich mehr von meinem eigenen Gehalt, wohne da, wo ständig die Sonne scheint. Und wenn ich zum Beispiel irgendwas vom Homeoffice aus mache, sei es, ich habe einen Online-Job oder so wie ich zum Beispiel arbeite, dann ist es ja scheißegal, wo du denn auf der Erde bist. Und dann ist natürlich die Frage, muss ich unbedingt in L.A. wohnen und muss $3.000 für eine Mietswohnung bezahlen? Oder komme ich hierher und hole mir für $3.000 im Monat ein richtig geiles Haus. Und somit kommen immer mehr Leute nach Las Vegas. Und das haut die Immobilienpreise momentan nach oben. Dein Buch wird deutsch oder englisch? Es wird auf deutsch. Weil der Ami lässt sich dadurch nicht großartig motivieren. Das ist für einen Ami ist diese Geschichte, die in ein Buch reinkommt, uninteressant. Hast du mal gesagt, Spike bekommt eine Freundin, wenn du die Green Card hast? Hat das einen Grund? Ja, das hat einen Grund, weshalb Spike denn einen Kumpel oder eine Freundin bekommt. Weil ich würde sehr gerne die gleiche Rasse nochmal haben wollen wie Spike. So, und Spike gehört zur Kampfhunderasse. Und du darfst meines Wissens keine Hunde außerhalb der EU, also von Amerika jetzt nach Europa, reinbringen, die dort nicht geboren sind, aufgrund von Kampfhundeverordnung und so weiter. Und ich habe keinen Bock, falls ich zurückziehen müsste, aus welchem Grund auch immer, weil jetzt der neue Präsident sagt, wir mögen keine Deutschen oder hier beginnt Krieg oder was auch immer oder ich keinen Bock mehr habe, dass die dann am Flughafen sagen, nee, sie dürfen den Hund nicht mitnehmen, weil das würde ich nicht machen. Ich wäre damals zum Beispiel auch nicht ausgewandert, hätte ich Spike nicht mitnehmen dürfen. Hätten die zu mir gesagt, ich darf den Hund nicht mit in die USA nehmen, wäre das Thema Auswandern für mich erledigt gewesen. Also da geht Spike vor. So, im Café Berlin gibt es auch Schnitzel. Ja, ich weiß, deswegen gehe ich da ja auch Schnitzel essen, weil Hofbräuhaus hat ja momentan zu. Was haben deine Eltern zur Auswanderung gesagt? Also meine Mutter ist bereits verstorben, die hat nichts mitgekriegt, dass ich ausgewandert bin. Und mein Vater hat gesagt, dass ich nach 4 oder 5 Jahren oder 6 Jahren wieder zurück bin. Hat er sich getäuscht. Aber ich denke mal, er ist stolz. Spike ist so ruhig, pennt der? Der ist gar nicht da. Ich glaube, der sitzt draußen. Der genießt die Sonne. Wo darf man in Las Vegas überall rauchen? Überall.
Überall darfst du in Las Vegas rauchen, außer, ich glaube, jetzt öffentliche Gebäude und im Restaurant. Ansonsten kannst du auf der Straße rauchen, völlig egal. Gibt es einen deutschen Friseur in Las Vegas? Es gibt mehrere deutsche Friseure in Las Vegas. Weißt du, ob sich eventuell noch etwas am Wahlergebnis ändern könnte oder ist das definitiv? Also rein, was ich jetzt so als Laie weiß, ist noch offiziell überhaupt gar kein Präsident verkündet worden. Das, was gemacht ist, die Presse hat einen Präsidenten verkündet, weil es halt so aussieht, dass Biden gewinnt. Aber letztendlich ist es, glaube ich, irgendwann Anfang Dezember, wo die Wahlmänner von den jeweiligen Bundesstaaten sagen, ja, das ist das Wahlergebnis und das ist der neue Präsident. Es ist halt in der History so gewesen, dass wenn die Presse das gesagt hat, dann war es halt auch, weil es definitiv so aussah. Sollte jetzt Trump tatsächlich mit seinen Klagen, was auch immer er da in den verschiedenen Bundesstaaten vorhat, durchkommen, kann durchaus die Möglichkeit bestehen, dass sich das Blatt noch wendet. Ob man jetzt daran persönlich glaubt oder nicht glaubt, ist jetzt mal eine andere Sache. Ob man deswegen gleich ein Verschwörungstheoretiker ist oder ob man deswegen gleich ein Nazi ist oder ein Trump-Anhänger oder sonst was, ist eine rein sachliche Sache. So, wie gewinnt man jetzt eigentlich den deutschen Medien, glaube ich, wer gewinnt jetzt eigentlich? Also haben wir gerade gemacht, Philipp, mit Thema Biden und Trump. René hat einen Waffenschein und sogar eine echte Schussverletzung. Kann man so sagen, ja, aber nicht durch meine eigene Waffe. Türgriffe, Geschäftsidee. Ja, das wäre doch mal eine Geschäftsidee, deutsche Türgriffe hier anzubringen. Es gibt aber noch eine andere Geschäftsidee, was mit einer deutschen Sache, also oder europäischen Sache, aber sagen wir mal eine typisch deutsche Sache wäre, was in einem Haus geändert werden könnte, wo die Amis sagen würden, ey, wie geil ist das denn? Ich kann es aber noch nicht sagen. Hallo René, hallo Martin. Welche Waffen darf man in den USA besitzen? Also es kommt vom Bundesstaat zu Bundesstaat drauf an. Ich habe einen Waffenschein, ich darf alle Waffen besitzen, außer Vollautomatik. Also egal, ob eine 9mm, ein Kaliber 45, eine Schrotflinte, völlig Schnurz. Warst du schon mal in Hawks und Haifers? Fahre ich immer einen Kumpel ein? Nein, war ich noch nicht gewesen. Kennst du den Tätowierer Mario Barth? Nein, kenne ich nicht, aber den Namen kenne ich. Wie alt ist Spike denn? 11? Im Prinzip alle. So, auch wenn ich mich jetzt alle hassen, ich mag Trump lieber als Biden. Das ist ja, ihr müsst ja mal sehen, das Wahlergebnis ist ja jetzt nicht so eindeutig, wie die Presse gesagt hat. Die Presse hat ja gesagt, oh, der Biden ist mit 8% oder 10% vorn. Der macht das ganz locker. Also wenn es so ganz locker gewesen wäre, hätten wir ja schon das Wahlergebnis am selben Abend gehabt. So locker war das nicht. Und man muss sich dann halt auch einfach mal überlegen. Ich glaube, wir reden ja von insgesamt 140 oder 150 Millionen Wahlstimmen. Wovon fast die Hälfte oder ich sage jetzt mal halb auch den Trump gewählt haben. Und was mich an dieser ganzen Debatte persönlich stört, ist Folgendes. Die Leute sagen immer, ah, wie kann man den Trump wählen und das ist ja alles scheiße oder den Biden oder sonst irgendwas. Leute, die Hälfte der Bevölkerung, die wahlberechtigt ist, haben den oder den gewählt. Und die Leute sollten sich mal Gedanken machen, warum die Leute so wählen. Es wird immer nur erzählt, wie schlimm denn das Endergebnis ist, wie das denn so sein kann. Es wird aber nicht hinterfragt, warum die Leute das machen. Und genau das ist genau das gleiche Thema wie in Deutschland. Das ist eine ganz gefährliche Wende. Wenn du jetzt mal siehst, Thema AfD oder Rechte oder was auch immer, warum wählen die Leute die AfD? Warum wählen die Leute andere Parteien außer CDU, SPD und so weiter? Nicht sagen, oh Gott, die sind ja alle böse, warum machen die das? Das sind ja alle blöd und Verschwörungstheoretiker. Nein, warum macht ihr das? Warum gibt es so viele, die das machen? Das ist halt einfach diese Unzufriedenheit. Aus welchem Grund auch immer. Machst du auch mal Urlaubsstream aus einer anderen Stadt in absehbarer Zeit? Wir haben es aus Los Angeles gemacht. Und wir werden, wenn ich demnächst nach Loveland fahre, ich muss nur sehen, wann ich das hinkriege, werden wir von dort auch einen Stream machen. So, hast du auch Geschwister? Vermisst du deine Eltern? Beziehungsweise, nein, ich habe keine Geschwister. Vermisst du ordentlich deutsches Toilettenpapier? Ganz wichtig, ja. Wir haben hier nur Sandpapier. Hat das schon ein paar Mal gefragt. Samstag treffen sich Autofreaks auf dem Parkplatz und fahren dann eine Runde. Ja, das ist schön für die Autofreaks. Also ich habe so viel mit Autos zu tun wie mit Stricken, Häkeln und so weiter.
Mob-Museum hat coole Masken, leider kein internationaler Versand. Werden die auch eine Weile tragen müssen. Falls ihr irgendwelche Artikel, also ihr könnt die Tanja Löbbert kontaktieren. Ich weiß jetzt nicht, die Fanseite. Googelt einfach mal und da könnt ihr raufgehen. Es gibt eine Seite aus Las Vegas, wo ihr, oder vielleicht guckt die Tanja gerade zu oder der Marc, dann könnt ihr die Seite gerne reinschreiben. Da könnt ihr raufgehen und da könnt ihr eure Wünsche äußern, was ihr gerne aus Amerika oder Las Vegas alles zugesendet haben könnt. Und es gibt gewisse Personen, die machen das denn und mit denen könnt ihr alles ausmachen. Ich mache es definitiv nicht, aus gewissen Gründen. Laufen die Local Casinos wie Sam's Town und so weiter gerade besser als Strip Casinos? Kann ich nicht sagen, weil ich bin da gar nicht gewesen in letzter Zeit bei den Locals. Das Einzige, wo ich war, ist im South Point. Das ist eigentlich nicht direkt am Strip. Das ist zwar am Las Vegas Boulevard, aber deutlich südlich. Und da ist die Hölle drinnen los. Also was da für Leute sind, unglaublich. In Deutschland steigt auch die Wirtschaft. Aber ich muss schneller durchlesen. Hallo René, warst du schon mal in Atlantic City? Nein, da war ich noch nicht gewesen. Dann Kalifornien ist ein super Beispiel, wo die Reise mit beiden hingeht. Guckt euch einfach LA an, guckt euch einfach San Francisco an und lassen wir es mal so stehen. Gehst du mal zum Lake Las Vegas, ist dort schön. Können wir auch einen Stream machen. Das ist unten, das ist eine gute Idee. Das schreibe ich mir mal auf. Das ist ja, wo Celine Dion wohnt. Warte mal, Lake Las Vegas. Sehr gute Idee. Mehr solche Vorschläge. Schießen die Silvester in Las Vegas ist verboten. Schießen die zu Silvester in Las Vegas? Also Feuerwerk selber zum Kaufen zu Silvester ist in Las Vegas verboten, ja. Die Hotels machen synchronisiertes Feuerwerk, aber dieses Jahr wohl nicht. Siehst du Stars in Las Vegas? Nein. Gibt es dein Buch als Hörbuch? Ja, ich werde mein Buch auch als Hörbuch aufnehmen. So. Wie viele Hotels haben ihr Feuerwerk abgesagt wegen Corona? Ich habe nur gehört, dass sie es abgesagt haben. Ich weiß aber nicht. Ja. Meinst du, Trump hat vielleicht doch eine Chance? Ja, die Möglichkeit besteht. So. Stream einfach verlassen. Ist schon geblockt, der Typ. Deine Einstellung von dir ist genial, auch wegen Spike. Dankeschön. Oh, wir haben aber... Ich muss weiter runter scrollen. Wo isst und trinkst du denn gerne und bist öfters dem Lokal? Ach, ich gehe verschieden essen. Aber ich gehe meistens in die gleichen. Was ist denn los hier? Ich gehe meistens in die gleichen, weil ich nicht. Ich gehe ungern Experimente ein. Wen wünschst du dir als Präsidentin? Mir ist es eigentlich völlig egal. Ich hätte es gerne Trump gewünscht, aus folgendem Grund. Nicht, weil er ein toller Präsident ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur wegen den Medien. Weil die Medien auf denen so rumhacken und wie schlimm alles ist und so weiter, hätte ich gerne mal deren Gesichter gesehen. Andererseits ist es jetzt auch ganz gut, dass es wahrscheinlich Biden wird. Also sagen wir mal, er wird's. Weil dann wird ja jetzt alles besser. Und dann gucken wir mal, ob in 2, 3 Jahren alles besser wird. Und alle, die denn gelabert haben und sagen, oh, und Congratulations und alles toll und so weiter. Auch jetzt so deutsche Urlauber, die sagen, ah, ich fliege nicht nach Amerika, weil der Trump Präsident ist. Was für ein Blödsinn. Ich fliege ja nicht in ein Land, nur weil da der oder der Präsident ist. Dann dürfte ich auch nicht in der Türkei fliegen. Also daher. So. Wir hängen ganz schön hinterher. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich scroll jetzt komplett nach unten durch. Alter, habt ihr geschrieben? Sonst hängen wir zu dir hinterher. Wir müssen denn für diejenigen, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe, bitte nochmal reinstellen. Ich muss schneller werden. So, Denny's oder IHOP? Denny's. Ich muss schneller beantworten. Ich nehme mir zu viel Zeit mit beantworten. Du hast recht. Dankeschön. Und langsamer schreiben, bitte. Oder ich muss schneller antworten.
So, der Spike macht hier gerade Faxen hinter mir. Guckt euch das mal an. Was ist denn da los? Hallo? Genauso sehe ich das auch, René. Allein die Deutschen, die hetzen und so weiter. Warum Lovelin? Gibt es da was Besonderes? Lovelin ist ein ganz cooler Ort und es gibt einen Sandstrand, wo ich mit Spike hin kann. Ich bin sehr gerne in Lovelin. Und ein Kino, wo der Film, ich glaube, 5 oder 7 Dollar kostet, Einheitspreis. Die Einkommensteuer ist doch gedrittelt. County, Bundesstaat, Regierung, welcher Teil ist befreit? Es gibt in, das ist eine gute Frage, ich bin kein Steuerberater, ich weiß, dass ich hier in diesem Bundesstaat, in Nevada, gibt es keine Einkommensteuer. Ich glaube sogar im gesamten Bundesstaat. Tattoo für dich? Ja, ich plane auch ein Tattoo, aber ich habe noch keine Eier in der Hose. Yellowstone Nationalpark, weißt du, wie weit der weg ist? 266 Leute. Plaza in Downtown macht ein Feuerwerk, okay? Wir können noch mal einen Stream vom Plaza Hotel machen. Ich war noch nie in meinem Leben im Plaza Hotel gewesen. So, gibt es in Vegas auch ein Hooters? Ja, Hooters Restaurants, aber kein Hotel. Der muss kacken, die Tür ist offen, der kann jederzeit raus. Er hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Wie feierst du Weihnachten? Ganz normaler Tag, ganz normaler Tag. Ein Footballstadion in Las Vegas wäre doch ein schöner Stream. Ja, gibt es aber momentan, sind keine Zuschauer zugelassen. Es gibt nur Geisterspiele. Braucht man eine Lizenz für einen Foodtruck und gibt es zugewiesene Verkaufsplätze? Also du brauchst definitiv eine Lizenz für einen Foodtruck und zugewiesene Verkaufsplätze gibt es, glaube ich, nicht. Ich bin aber nicht in der Foodtruck-Branche. Dort hast du schlechten Empfang. Okay, alle ZDF und NTV verseucht. Das ist keine Nachrichten, sondern ist Propaganda. Okay. Dürfen Deutsche auf einer Shooting Range schießen? Selbstverständlich. Ich biete ja Touren zur Shooting Range sogar an. Du kannst dich sogar in einen Hubschrauber reinsetzen und während des Fluges mit dem Maschinengewehr rausballern. Geh auf meine Seite, oben ist der Link, rene-meinert.com. Da scrollst du ganz runter und da steht deutschsprachige Las Vegas Touren oder nur Las Vegas Touren. Und da kommst du auch zum Schießen. So. Warst du schon mal bei den Havasu Falls? Nein, war ich noch nicht gewesen. Kann ich von Deutschland aus ein Geschäft in den USA aufmachen? Ja, also du musst natürlich schon in Deutschland, also ich biete ja Firmengründungen für Leute an und ich gründe für die Leute denn die Firma in den USA. Und wenn es dann aber um Konto geht zum Beispiel oder Notarsachen, da muss derjenige dann zumindest einmal persönlich hier gewesen sein, damit keine Geldwäsche und so weiter passiert. Da begleite ich denjenigen dann aber, dann wird ein Konto aufgemacht. Und dann ist derjenige komplett geschäftsfähig, egal in welchem Land er sich befindet. Also du kannst, wenn du jetzt in den USA, so wie ich es, ich habe ja auch eine Firma gegründet. Guck mal, ich bin 2013 ausgewandert und 2010 habe ich die Firma gegründet. Das heißt, ich habe meine eigene Firma 3 Jahre lang aus Deutschland geführt. Das geht. So, was verdient ein Angestellter bei den Touren bei dir? Gehalt oder Tipp? Also, Tipp können die Angestellten zu 100% behalten. Sie müssen nichts abgeben. Ich weiß, es gibt manche Unternehmen in den USA, wo die Angestellten einen Teil, ich glaube sogar die Hälfte ihres Tipps an den Arbeitgeber abgeben müssen. Halte ich nicht für gerechtfertigt, weil Tipp ist dafür da, ist ein Trinkgeld. Und das Trinkgeld ist, das zeigt der Kunde damit, dass er zufrieden ist mit der Dienstleistung. Und dann gehört das auch demjenigen, der die Dienstleistung erbracht hat. Und ansonsten verdienen meine Angestellten 15 Dollar die Stunde. Der Mindestlohn liegt bei 8,25 Dollar. Und ja, ich zahle dann sozusagen fast das Doppelte. Und die Leute werden bezahlt in dem Moment, wo sie bei mir von der Zentrale hier losfahren. Also nicht erst, wenn sie beim Kunden sind und den ersten Kunden abgeholt haben, sondern in dem Moment, wo sie das Fahrzeug abholen und losfahren. So, René zahlt Einkommensteuer und zwar die Bundeseinkommensteuer. Nevada hat keine zusätzliche Einkommensteuer. Ich zahle Steuern, ja. Das ist die Federal Tax oder wie auch immer. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater. Ich kann euch nur sagen, dass ich selber persönlich keine Einkommensteuer im Bundesstaat Nevada zahle und dass auch meine Steuerbelastung ziemlich gering ist. Sagen wir es mal so.
Gibt es in Las Vegas einen deutschen Supermarkt? Nein, einen rein deutschen Supermarkt gibt es nicht, aber es gibt einen internationalen Supermarkt, wo du deutsche Sachen gekauft kriegst. Welche Ghost Town gefällt dir am besten? Da, wo wir die Goldmin-Tour hinmachen. Mach mal einen Stream vom Aria, ist schon auf der Liste drauf. Gibt es noch einen Stream vom Hofbräuhaus? Gibt es definitiv, aber dazu muss das Hofbräuhaus erstmal aufmachen. Das Hofbräuhaus hat geschlossen. Und wenn wir einen Stream vom Hofbräuhaus machen, dann ist der sogar mit hinter den Kulissen. Kriegt man bei uns Cannabis frei zu kaufen, so viel wie du willst. Kannst du hier zudröhnen, das Ding sonst wohin stecken, Badekugeln, Zäpfchen, alles. Kannst du in den USA wählen? Ich selber darf in den USA nicht wählen, weil ich kein US Citizen bin. Gibt es wieder mal einen TV-Bericht von mir? Ja, gibt es. Ich sage aber noch nicht wann. Warum gibt es in den Hotels keine Klobürsten? Gute Frage. Das kriege ich öfters die Frage, und das ist geil, kriege ich öfters gestellt bei den Touren. Und zwar folgendermaßen. Die Hotels sagen, dass wenn du einen Streifen in der Toilette hast, dann ist es nicht zumutbar, dass der Gast den selber wegmacht. Das heißt, ist nicht gelogen, ja. Du sollst unten anrufen und sagen, du hast da was und das soll bitte beseitigt werden und dann kommt die Reinigungskraft und macht das für dich. Das ist der Grund, warum es keine Klobürsten in den Hotels gibt. Geil, oder? So, ihr schreibt wieder so schnell. Mach einen Weihnachtsstream. Ist schon auf der Liste für Anfang Dezember und da müssen wir mal gucken. So, wie sieht's, was ist los? Ich plane ja heute auch noch einkaufen zu gehen. Das eine Ohr hängt schief, sagt er. wir werden Weihnachtsstream machen. Wir werden mehrere Weihnachtsstream machen von tollen geschmückten Häusern und auch mal vom Supermarkt, wo Weihnachtssachen sind und so weiter. Bist ja immer noch läuft. Immer noch Corona-Thema, wie immer? Nee, Corona hatten wir heute. Hatten wir Corona-Thema? Noch gar nicht, oder? Jetzt ist gut hier. Welchen Gun-Store kannst du empfehlen? Also wir gehen zu einem speziellen Gun-Store, wo ihr weniger bezahlt und mehr bekommt. Den Namen sage ich jetzt natürlich nicht, weil ihr sollt ja bei mir buchen. Gibt es Touren, die du nur selber fährst? Ja, die Area 51 Tour fahre ich nur selber. Und, oh Gott, Gott, nee. So, guckt euch den an, den Schlumpf. Was ist da los? Speaker? Muss ich dich immer ärgern, oder? Ja, und VIP-Touren. Die VIP-Touren mache ich meistens selber. Zumindest die VIP-City-Tour. Gibt es in Las Vegas einen Christmas-Store? Bestimmt, aber da ich nicht so ein großer Christmas-Fan bin. Also, ich habe einen Tannenbaum und das ganze Zeug, aber ich baue das eh nicht auf. Im Bellagio. Da gibt es einen Christmas-Store, stimmt. Haben die Universal Studios offen? Nicht in Hollywood, aber in Florida. Gibt es einen deutschen Supermarkt? Haben wir schon beantwortet. Tipp sollte auch Mitarbeitern bleiben für die gute Leistung. Sehe ich genauso. Ich frage nochmal, lohnt sich jetzt in Vegas Eigentum zu kaufen? Meine persönliche Meinung, die muss nicht stimmen. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt kein Haus kaufen. Ich würde auf die nächste Krise warten, bis die Preise runterknallen. Ich bin der Meinung, die Preise knallen auch runter. Wird nächstes Jahr der Fall sein? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steigt es auch weiter. Also nagelt mich nicht fest. Für mich persönlich in den Las Vegas-Markt jetzt einzusteigen, würde ich sagen, nein. Aber wie gesagt, es kann sein, ihr kriegt jetzt ein Haus für 400.000. Und das gleiche Haus kostet in 2 Jahren 500.000. Nicht, dass ihr sagt, na René, du hast gesagt, ich soll nicht kaufen. Ich muss aber auch sagen, dass ich ganz andere Hauspreise gewohnt bin. Deswegen ist das eh alles so teuer. Was vermisst du aus Deutschland? Currywurst mit Pommes und Mayo. Und Blockhaus.
So, Preise sind gestiegen. Wie viel Tipp gibst du bei den Buffets? Ich lege zwischen 2 und 3 Dollar auf den Tisch. Und ich gebe ganz wichtig beim Buffet, gebt dem Tipp nicht zu Anfang. Die fragen euch jetzt bei manchen Hotels schon vorab, gerade beim Mirage Hotel zum Beispiel, jetzt findet kein Buffet statt, aber ansonsten sagen sie schon immer, ja, wie viel Tipp wollen sie geben? Kannst du denn schon gleich am Computer da auswählen? Natürlich gar nichts, weil wenn du jetzt den Tipp vorne direkt an der Kasse gibst, dann weißt du erstmal nicht, ob der überhaupt da ankommt bei der Kellnerin, ob die sich das nicht selber in die Tasche stecken. Also ich will da nichts behaupten, aber wenn ich am Tisch sitze und ich kriege eine gute Dienstleistung am Tisch, dass mir ständig Getränke gebracht werden, die Teller abgeräumt werden, ich gefragt werde, wollen sie noch irgendwas haben und du willst einen Kaffee haben und die bringen dir einen Kaffee, dann hat derjenige den Tipp verdient, der in diesem Moment die Dienstleistung erbringt. So, und für das andere habe ich ja bereits schon Eintritt bezahlt. Das ist meine persönliche Meinung. Wann kommt das live mit dem T-Time in Las Vegas? Am Freitag. Wenn du bei der Firmengründung hilfst, bist du dann Teilinhaber? Nein, ich bin nicht Teilinhaber von der Firma. Nein. Auch wenn manche sich das wünschen, dass ich Teilinhaber wäre, ich habe aber keine Zeit. Wann kommt dein Buch? Ich habe noch keinen Termin, aber nächstes Jahr. Armer Kerl, du vernachlässigst mich. Spikey muss Gassi, Spikey kann jederzeit raus. Der Hund ist der Burner. Es gibt auch keine Streifen in der Toilette, die Spülung ist anders. Guckt euch den Schlumpf an. Dein Ohr hängt schief. So siehst du doch viel hübscher aus. Immer Körperkontakt halten, weil ich könnte ja sonst verschwinden. Guckt euch das an. Jetzt lehnt er seinen Kopf bei mir auf den Fuß ab. Kuckuck. Das ist ein süßer Schlumpf, oder? Wo warst du 2001 bei den Terroranschlägen? Ja, den Tag werde ich nicht vergessen. Ich wäre nächsten Tag in die USA geflogen und ich sag's mal ganz grob gesagt, ich hätte wahrscheinlich in einer der Maschinen gesessen. Hätte ich nicht umgebucht vorher. Ich war zu Hause gewesen. Ich habe meinem Onkel eine Reise geschenkt in die USA mit mir zusammen. Und zwar habe ich 2000 ganz gutes Geld verdient in Deutschland. Habe gesagt, ist scheißegal, das klopfst du jetzt auf den Kopf. Ich buche jetzt eine Reise nach Amerika. Und alles vom Feinsten. Bellagio Hotel Übernachtung mit Fountain View, mit Los Angeles, cooles Hotel, Universal Studios, VIP-Pass und so weiter. Und ich war im Reisebüro gewesen und ich wäre am 11. September geflogen. Und zwar Berlin, Washington und dann Washington, L.A. oder Las Vegas oder irgendwie sowas. Und ich habe diesen Flug nicht gebucht, weil der 100 oder 200 Euro oder D-Mark, weiß ich jetzt nicht mehr, ist aber scheißegal, teurer gewesen ist. Und somit habe ich einen Tag später gebucht. Nein, 12. September war mein gebuchter Flug. Und für meinen Onkel war das eine Überraschung gewesen. Der wusste davon nichts. Der wusste bis zum 11. September nichts davon, dass ich eine Reise mit ihm gebucht habe. Ich habe das alles mit seiner Frau besprochen. Und gehe duschen, habe den Fernseher laufen, habe immer N24 zu laufen gehabt, komme aus der Dusche wieder und sehe diese beiden oder einen Tower brennen oder zwei, ist ja jetzt auch scheißegal. Und dachte mir, was ist denn das für ein geiler Actionfilm? Den kennst du ja überhaupt gar nicht. Bis ich geschnallt habe, dass die Terroranschläge da losgingen. Und dann bin ich zu meinem Onkel gefahren und habe bei ihm übernachtet, weil wir wollten nächsten Morgen ganz früh los. Und da stand ja noch überhaupt gar nicht fest, dass die Grenzen zugemacht werden und so weiter. Und ich hatte ein Notebook dabei und habe so eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Und bin dann zu meinem Onkel hin und er wusste immer noch nichts von der Reise. Und dann kam aber immer mehr in der Presse raus, nee, alle Flüge gestrichen, alle Flugzeuge runter, bla 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 bla. Und dann habe ich ihn einfach genommen, habe ihn vor den Laptop gesessen, hingesetzt und hat gesagt, guck mal, das wäre es eigentlich gewesen. Und er so, ist nicht dein Ernst, oder? Sag ich, wir wären morgen geflogen. Wir wären morgen dahin geflogen. Und er so, das gibt's doch gar nicht. Und das ist meine erste selber verdiente komplette Reise. Und das ist dann ziemlich in die Hose gegangen. Und dann habe ich ein paar Tage bei ihm gewohnt,
mehr oder weniger übernachtet, weil wir wussten ja nicht, wie weit das Ganze ist. Und Lufthansa hat denn den, war Lufthansa-Flug gewesen. Lufthansa mit denen telefoniert, die so, nee, ist verschoben um so und so viele Stunden, um 8 Stunden. Ja, wir nehmen sie morgen früh, dann nehmen wir sie übermorgen früh. Und irgendwie nach 3 oder 4 Tagen haben wir dann selber gesagt, komm, wir canceln jetzt alles, weil es bringt nichts jetzt rüber. Und dann kriegst du den Mietwagen nicht und so weiter. Und dann sind wir aber Ende Oktober sind wir dann geflogen. So, da hätten wir uns alles sparen können, weil wir brauchten keinen VIP-Pass für die Universal Studios, weil wir waren eh fast die Einzigen da gewesen. Also es war echt eine Geisterstimmung hier gewesen. So viel zu den Anschlägen. Es liegt überall so viel Teppich, selbst am Flughafen. Ja, das stimmt, der arme Hund. Ziehst du dich dann als Nicolo beim Weihnachtsstream? Nein. So, bist du Bon Jovi-Fan, weil du es öfters in Hintergrundmusik hast? Nee, bin ich nie. Also ich finde Lieder von Bon Jovi ganz okay. Habe auch eine gewisse Beziehung dazu, weil ich Bon Jovi von Raiding the Rock Vault kenne, zum Beispiel nachgesungen. Und weil ich persönlich den Bassisten von Bon Jovi kenne, den Huge. Und der ist eigentlich ein ziemlich netter Typ. Und somit kam man auf Bon Jovi-Musik. Und Instagram gibt mir das immer vor. So. Schneller. Nachher Zimmer verkauft. Im Winter werden Zimmer verkauft. Kann sein, weiß ich nicht. Dann sagst du mir Bescheid, wann sie fallen. Wer bespricht dann dein Buch? Selber. Ich selber werde das vorlesen. So ist der Plan zumindest. Das wäre mir zu peinlich, extra jemanden anzurufen, dass die das wegmachen. Wir müssen wieder runterscrollen. So sorry. Es sind zu viele Fragen. Ich scroll jetzt komplett wieder runter. Ich habe mir zu viel Zeit genommen. Ich war im August 2001 bei den Twin Towers. Okay, Dirk. Wann lernst du gesund kochen? Ich glaube niemals. Ich habe doch gar keinen Bock drauf. Ich esse das, was mir schmeckt. Hallo Maria Meier. So, wie lange streamen wir denn jetzt schon? Das sind bestimmt schon 2 Stunden, oder? Die Leute werden weniger. Der Akku zeigt mir noch gar nichts an. Alles Gute, stay safe, René. Dankeschön. 1 Monat vor dem Anschlag, ja. Raiding the Rock Vault ist extrem genial. Danke für die Karten, Front of Stage. Bitteschön, Rainer. Ihr habt ganz vorne gesessen, erste, zweite Reihe. 90 Minuten fast, sehr ordentlich. So, ich glaube, wir sind eigentlich alles Wichtige durch, oder? Bei dieser Laberrunde, 1 Stunde 22. T-GIF oder Outback? Das erste kenne ich überhaupt gar nicht. Outback ist okay. Danke, René, war toll. Muss leider ins Bett. Eben, ihr müsst langsam ins Bett. Wir sagen mal Tschüss. Wir gehen jetzt auch nochmal Denver Downloads, 1 Stunde 20. Sind die Hotels alle wieder auf ans Strip? Es sind alle Hotels auf. Danke, René, für den tollen Stream. Bitteschön. Da habt ihr meinen Instagram-Namen, René-Meinert. Ich verpasse dich immer. Kannst dir den Stream gerne nachträglich angucken. Der wird jetzt hochgeladen. Und auf YouTube ist er dann immer auf NHD zu sehen. Also morgen früh um 9 Uhr eurer Zeit ist der Stream dann auch auf YouTube zu sehen. Toller Talk. Zu welchem Monat sind die Hotels in Vegas am billigsten? Anfang Dezember, die ersten 2 Dezemberwochen. Raiding the Rock Vault habe ich auch schon gesehen. Das ging jetzt zu schnell hier. Und auch Backstage alle getroffen. So. War richtig? Rentiert es sich auf den Black Friday zu warten? Naja, natürlich nicht. Das ist, also Black Friday ist auch so eine... Kommst du heute nochmal online? Habe ich nicht vor. Ich muss jetzt aber in den Supermarkt fahren, muss ein bisschen was einkaufen, aber ich glaube, da brauche ich Ruhe. Das, sonst dauert das alles wieder zu lange. Das Bike braucht jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Der jammert hier schon. Danke, René, bis Donnerstag. Genau, Donnerstag machen wir einen Talk mit Heiko. Da geht es über Military und so weiter. Und US-Armee, der war auch bei der Bundeswehr, da kann er euch ein bisschen was erzählen. Und im Auslandseinsatz mit der US-Armee. Und am Freitag machen wir einen Stream mit dem Tierheim. Und am Sonntag habe ich noch überhaupt gar kein Thema. Da habe ich Besuch aus L.A. hier. Und da müssen wir mal gucken, was wir machen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Also, dann bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Oh, was für ein Deutsch. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend.
und bis allerspätestens Donnerstag. Tschüssikowski, bleibt sauber, lieb und jetzt, wenn er schlafen geht, immer schön die Hände über die Decke halten. So, wir können mal drehen. Möchtest du Tschüss sagen? Wollen wir dich als letztes im Bild haben? Ja? Sag mal bye bye. Seht ihr, wie die Nase wackelt? Was ist da los? Mausepaule. Bist du so ein Hübscher? Tschüss.